Noch mehr Kacke. Wunderbar. Und jetzt gehe ich den Weg zurück und mache den Shortcut auf. Ach ja, Xon, ich habe deine Truhe gefunden. Die war genau da, wo du gesagt hast. Unfassbar. Ich dachte, du trollst. Redet, bididit, indeed. Ah, gehe ich jetzt eben zurück? Ja, komm, ich gehe eben zurück. So, jetzt kann ich nämlich eben zu Ich kann gerade nicht mehr reden. Es ist vorbei jetzt. Ich liste das so ganz lang. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich genau hier in den Abgrund springen wollte. Weil ich vergessen habe, dass da ja eigentlich ein Aufzug sein müsste. Und ich jetzt wieder ganz am Ende der, Welt bin. Bescheuert. Ja, weil ich auch total bekannt bin, alle zu Trollbacks geben hier natürlich. Aber sowas von. Xona, hast du Bloodborne eigentlich schon oder musst du quasi auch wie jeder andere Normalsterbliche warten? Ich würde dich ja echt gern töten, Drache, aber ich hab grad nicht den Nerv dazu. Warum sollte ich Bloodborne schon haben? Naja. Also, es soll Leute geben in der Schweiz, die haben das Ding bei Amazon vorbestellt und haben es seit letztem Freitag. Frag mich nicht warum. So, bevor ich da jetzt... Ach Quatsch, ich dachte, hier ist schon der Aufzug. Alter, mein Hirn. Hut? Ja, Hut. Habe ich mir nämlich auch gedacht. So, und jetzt würde ich gern zumindest in... am Feuerlingsschrein mich ans Bonefire setzen, weil der Weg hier ist definitiv einfacher. Aber das hast du überall. Witwigs hat es ja auch schon seit gestern rumliegen. Morgen wird's verschickt, okay. Und du nur, ich muss mir dann eine ganze Playstation dazu bestellen, also werde ich wahrscheinlich nicht vor Mittwoch in den Genuss kommen. Wohl kommt drauf an, wenn ich Express bestelle. Dienstagabend vielleicht. I don't know. Oder ich gehe morgen echt aus dem Haus und klapper Läden ab, aber ich wage zu bezweifeln, dass ich da einen guten Preis kriege. Können wir mal wieder Seelen ausgeben. Ist jetzt irgendwer Interessantes dazu gekommen? Was ist mit dir los? Why, what a surprise. Oh, somebody rang the bell. You'll never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. Wisst ihr, was eine coole Story ist?
Und zwar, als wir Demon's Souls gespielt haben, saß doch so ein blauer Typ direkt neben dem Bonfire. Das ist dieselbe, also das ist derselbe Typ, hat dem die Stimme gegeben wie dem hier. Und wenn man Dark Souls 2 spielt, sitzt ein Typ oben an dem Monument. Das ist auch derselbe Sprecher wie der hier. Und da war jemand erfolgreich bei den Gargoyles. Bloodborne Stream, 1900. Ich weiß halt echt nicht, ob ich mir einen Stream angucke. Ich habe keine Ahnung. Also ich gehe sehr wahrscheinlich davon aus, dass ich Dan nicht gucken werde, weil Dan spielt genau gleich wie ich. Das heißt, ich werde wahrscheinlich Man gucken. Weil Man spielt irgendwie immer den totalen Bullshit. ...1589 Viewer, 52 Follower. Oh wow. One-Hit-Wonder, würde ich mal sagen. So, wie macht man das als Speedrunner immer? Oha! Bin so pro. Okay, Zeit Quelak, zu verprügeln. Wollte nur kurz schauen, ob es schon Stream gibt. Nee, du musst später mit mir nochmal One Piece gucken. Rabi, das ist... Also von der Qualität der Folge her würde ich die, glaube ich, nochmal gucken. Die war nämlich gut. Im Moment sind ziemlich viele... Also Pika war wieder drin. Ach, ihr lebt ja wieder. Ihr seid so ungefährlich. Also Pika war wieder dabei, ne? Die ganzen Leute... Also ist unterhaltsam. Ist definitiv unterhaltsam. Wow, die Framerate, Alter, ich schwöre, ich gucke eine Fackel an. GG. What the? Ja. Guck mal, Mini-Quelak hier. Ich bin dafür, dass der Lehrpika ist. Oh, das wäre lustig. Das wäre indeed pretty lustig. So, das war Blighttown. Es ist so lächerlich, wie viel kürzer dieser andere Weg ist. Es ist einfach lächerlich. Ich glaube, ihr seid zu fett, um da durchzukommen, ne? Ja, seid ihr. Euch tue ich nichts. War nicht irgendwo noch ein Bonfire? Ist kein Bonfire hier? Moment.
Das Bonfire ist viel weiter hinten. Okay. Famose Kiste. Oh, wow. Famose Kiste. Ich frage mich halt, ob ich jetzt echt Quelak machen will. Ach komm, nur Rest, nur Fun. So schwer ist der Weg jetzt durch Blighthorn nicht mit dem, mit der Route, die ich nehme. Ich klatsche jetzt einfach One-Hit. Können wir nicht einfach so den Spinnpart wegnehmen von der? Den Rest behalte ich. Einfach nur den Spinnpart weg. Außerdem hat die keine Nippel. Sieht zumindest nicht so aus. Shit! Ich dachte, ich stehe safe. Ich dachte, ich stehe safe. Und warum benutze ich eigentlich nicht die Estus, die ich habe, sondern benutze dämliche Humanity? Dumm. Really, really dumm. Ja, shit happens. Ach! Warum sind Aufzüge nie da, wenn man sie braucht? Shit happens, die 4000 Seelen sind mir egal. Na. Der Schrei vor deinem Typen ist auch cool, warum? So pretty much der Standardschrei. Also ich sehe jetzt nicht, was daran special ist. Naja, close. Aber ist nicht unten in der Giftsuppe noch irgendwo ein Dings? Ein Bonfire? Weil das wäre dann doch kürzer als das hier. Ich meine, klar, der Weg ist nicht weit, aber kürzer wäre es definitiv. Hmm.